Berechne den Wert der folgenden Potenzen. Und wir haben hier Potenzen mit negativen Exponenten. Oh mein Gott, Potenzen mit negativen Exponenten ist aber so ein Thema, das könnte schwierig werden, ist aber ganz einfach. Kriegen wir gemeinsam hin. Ich verweise nochmal hier auf diesen lilanen Kasten. Da ist es wichtig, ne? Das ganze Ding heißt Potenz, A auch B heißt Potenz. Die Basis, das ist A und der Exponent ist die Hochzahl, das ist B. Und was zur Hölle passiert jetzt, wenn dieser Exponent negativ ist? Und da kannst du dir merken, wenn der Exponent negativ ist, wechselt die gesamte Potenz die Etage. Exponent negativ, Potenz wechselt die Etage. Was meine ich damit? Zeig dir. 2 hoch minus 1 ist nichts anderes als 1 durch 2 hoch 1. Und das ist nichts anderes als 1/2. 2 hoch minus 1 ist also 1/2. Also die 2 bleibt erhalten. Der Exponent heißt minus 1. Und das Minus im Exponenten sorgt jetzt dafür, dass die gesamte Potenz die Etage wechselt, also in den Nenner geht. Und dann verschwindet auch das Minuszeichen und übrig bleibt dann eben 1 hoch 1. Und 2 hoch 1 ist einfach 2, der Nenner ist also 2. Okay, also ganz einfach. Nächstes Beispiel. 2 hoch minus 2 ist 1 durch 2 hoch 2. Und das ist 1 durch 2 mal 2 und das ist 1/4. Fertig. Ja, auch hier wieder. Basis haben wir hier. Da wird mit sich selbst multipliziert, aber im Nenner. Warum im Nenner? Weil der Exponent negativ ist. Exponent negativ bedeutet, die gesamte Potenz geht in den Nenner und dann verschwindet das Minuszeichen auch beim Exponenten. Und dann können wir einfach im Nenner weiterrechnen. Okay. 3 hoch minus 2 ist 1 durch 3 hoch 2. 1 durch 3 hoch 2 ist 1 durch 3 mal 3 und das ist 1/9. Wieder, die Basis ist 3. 3 taucht hier auf, wird mit sich selbst multipliziert. Die ganze Potenz geht aber in den Nenner, weil sie negativ ist. Und wenn sie im Nenner ist, dann wird der Exponent wieder positiv. Und dann ist es eine einfache Rechnung. Es ist also einfach nur ein Umschreiben. Potenzen mit negativen Exponenten bedeutet, dass wir die Potenz als Bruch ausdrücken können. Schreiben also einfach nur das Ganze um. 4 hoch minus 2 ist 1 durch 4 hoch 2. Das ist 1 durch 4 mal 4. Und das ist 1/16. Na, auch hier wieder die Basis 4, die steht dann hier entsprechend im Nenner. Warum steht sie im Nenner? Weil der Exponent negativ ist, das sorgt dafür, dass die Potenz die Etage wechselt, dann wird der Exponent wieder positiv und wir können einfach ausrechnen. Und wie der Exponent aussieht, also welchen Betrag der hat, ist völlig egal. Minus heißt erstmal, und das muss uns klar sein, die ganze Potenz wechselt die Etage. 4 hoch minus 3 ist also 1 durch 4 hoch 3. Das ist dann 1 durch 4 mal 4 mal 4. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. 4 mal 4 ist 16 und 16 mal 4 ist 64, also 1/64. Ja? Auch hier wieder Basis 4 wird mit sich selbst multipliziert, aber im Nenner, denn der Exponent ist negativ. Der Exponent ist negativ, die Potenz wechselt die Etage und dann wird der Exponent positiv, Rest ist eine Rechenoperation. Wir sehen also schön, dass die Potenz immer die Etage wechselt hat. Aus 2 hoch minus 1 wird 1 durch 2 hoch 1. Aus 2 hoch minus 2 wird 1 durch 2 hoch 2. Aus 3 hoch minus 2 wird 1 durch 3 hoch 2. Aus 4 hoch minus 2 wird 1 durch 4 hoch 2. Und aus 4 hoch minus 3 wird 1 durch 4 hoch 3. Ja, und dann entstehen entsprechend Brüche. 1/2, 1/4, 1/9, 1/16 und 1/64. Also wenn du Potenzen mit negativen Exponenten hast, sind Brüche nicht weit. Merk dir also gern, bei Potenzen mit negativen Exponenten wechselt die Potenz die Etage. Wechselt die Etage, wenn die Potenz im Zähler steht, geht sie in den Nenner. Wenn sie im Nenner steht, geht sie in den Zähler. Das bitte beachten und dann wird es ganz großartig. Ja? Und in diesem Video pinne ich dir noch ein paar Aufgaben an, löse sie und schreib mir deine Lösung in einem Kommentar. Ich möchte, dass wir gemeinsam, du und ich, dass wir gemeinsam üben und dass wir Stück für Stück besser in Mathe werden. Das ist mein Anliegen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.